Willkommen zurück zu Shadow Hearts. Es geht weiter, Freunde. Und ja, heute einen Tag später, aber nichtsdestotrotz natürlich wieder mit einem Gast. Und dieser Welcher darf sich gerne mal kurz vorstellen. Hallo. Hallo. Ich bin der Chaos-Kater und ich halle. Entschuldigung. Ja, das ist nicht so schlimm, aber du hast dich ja auch so auf das Projekt gefreut und ich wollte dich dann auch natürlich als Gast hier haben. Zu diesem wunderschönen Spiel. Wir werden bestimmt gleich noch ein bisschen zum Reden kommen, denn wir wollten uns heute die Grubenkämpfe genauer angucken. Mal schauen, was da jetzt schon möglich ist. Moment mal, ich glaube, ich wollte ich noch was... Nee, ich war fertig mit Kaufen und so, meine ich. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben durch das Verkaufen wieder Geld. Ich gucke gerade doch noch mal bei ihm, ob ich da noch was aufwerten kann. Mit 18.000 Armen bist du ja nicht. Genau. Da haben wir noch gar nichts aufgelevelt, kann das sein? Warum habe ich da noch nichts aufgelevelt? Vielleicht habe ich mir gedacht, ich will erst, ich wollte wahrscheinlich erst das Geld haben. Genau, 12,6, es hat ja knapp nicht gereicht das letzte Mal. Stimmt, so war das. Gut, dann wird es aber jetzt reichen. Also, Juri. Los geht's, Juri. Warte! Das ist immer so geil. Okay. Trefferbereich lassen wir. Jetzt schauen wir gerade mal bei den anderen noch schnell. Bei ihr werde ich es komplett lassen, aber bei Sushen, aber das wird wahrscheinlich zu teuer sein. Ja. Nee, dann spare ich das lieber. Warten wir mal ab. Und gehen zu den Grubenkämpfen. Ich hätte gar nicht mehr Erinnerung, dass die Preise da so schnell steigen. Wahnsinn. Wenn du möchtest, darfst du gerne diese Dame hier sprechen. Oh, Juri! Schau, Vater geht es nun viel besser. Das hatten wir dir und deinen Freunden zu verdanken. Er will seine Kräfte wieder benutzen. Er hört einfach nicht auf mich. Er hört einfach nicht auf mich. Passen Sie auf, wenn Sie mit ihm sprechen. Okay. Gucken wir mal, was der da so treibt. Den kannst du auch gern machen. Seit damals denke ich darüber nach, was ich tun könnte, was in meiner Macht liegt. Dann kam mir die Idee mit den Herbeirufungskräften. Jetzt gibt es wieder Grubenkämpfe. Yay! Ich bin nicht mehr so stark wie früher, aber ich könnte sie sicherlich trainieren. Ich erkläre mal die Grubenkämpfe. Beim Grubenkampf wird Geld auf den Kampf mit Monstern gesetzt. Ich rufe die Monster, sie bekämpfen sie. Ich werde ihnen eine Belohnung entsprechend der Gewinne geben. Möchten Sie an den Grubenkämpfen teilnehmen? Ja, natürlich. Ja! Mal gucken, wie weit wir kommen. Die Teilnahme kostet 300. Ja, zum Glück habe ich nicht alles ausgegeben. Wer möchte zum Kampf antreten? Ja, natürlich Juri, unser stärkster Kämpfer hier. Okay, ich will es versuchen. Schauen wir mal. Also, du kannst mich gerne korrigieren, aber wenn ich richtig liege, dann erstrecken sich ja die Gruppenkämpfe über das ganze Spiel. Also da kommt nach und nach immer noch mehr Herausforderungen, oder? Ja, wenn man dann wieder zurückgeht, kommen eben stärkere Gegner. Mhm, okay. Und teilweise auch mehrere Phasen. Gut, ich denke, die ersten Kämpfe, die sollten ja noch relativ schaffbar sein. Das sind vor allem ja auch noch Gegner, die wir kennen. Aber je weiter wir hier voranschreiten, desto härter wird es. Schauen wir mal. Ja, aber jetzt, da wir kämpfen, haben wir ja ein bisschen Zeit zum Quatschen. Und Shadow Hearts, wie ich natürlich jeden Gast frage, auch dich natürlich, so natürlich wie immer, ganz ohne Spoiler. Was findest du an Shadow Hearts so großartig? Also ich denke mal, dass du es gut findest, sonst würdest du ja kein Gast sein wollen. Beziehungsweise, was ist dein Lieblingsteil? Hast du einen Lieblingscharakter? Erzähl einfach mal. Ich liebe Shadow Hearts, weil es, wie du auch schon gesagt hast, du hast da vollkommen recht, weil es sich einfach abhebt von seinen Genre-Kollegen durch das Setting, die Charaktere, durch Dialoge geschrieben sind, dann das Kampfsystem, der Soundtrack. Das ist einfach alles nicht so... Nicht das typische JRPG. Absolut, das ist einfach anders und das macht es gut. Ja, das stimmt. Also, es ist sehr sonderbar und geht seine eigenen Wege und das... Absolut. Ja, der Typ ist ein bisschen stärker.
Und ich stehe auch total auf das Setting einfach. Ich mag das Setting super gerne. Mhm. Das ist so. Ich hab's auch zweimal schon durchgespielt komplett. Mhm. Ist allerdings schon beides Mal eine Weile her. Also das letzte Mal vor ungefähr 3 Jahren, meine ich, und das Mal davor, das ist schon gute 15 Jahre her. Mhm, okay. Das ist doch schon ein Weilchen, ja, ähnlich wie bei mir. Also schon mal, ja. So. Wow, Wahnsinn! Bei diesem Können brauchen Sie gar kein Training mehr! Ja. Wollt ihr die Prüfung Nummer 2 erlegen? Ich hab doch gar keine Belohnung bekommen. Ja, okay, wir machen weiter. Gibt's wahrscheinlich erst nach einer bestimmten Anzahl. Ja, vermutlich. Oh, das sieht ja cool aus. Kennen wir den schon? War das mal ein Boss? Das war die Hundeform von Deboy. Ach, Flughafen, das Hündchen, ja. Ja, genau. Stimmt, das Hündchen, das war ja auch so eine super Szene. Das ist ja interessant, dass man hier so ein bisschen Boss-Recycling auch hat. Ich habe mir tatsächlich, weil ich nicht gewusst habe, dass das eben Kuchenkämpfer mal einen der Bosse gespoilert wird. Ah, okay. Das heißt, die tauchen da auch schon auf, wenn du zu weit vorspielst, tauchen die auch schon auf, obwohl die noch gar nicht in der Story aufgetaucht sind. Ah, okay, da kann man sich ja spoilern. Ja, soweit sollten wir es dann vielleicht doch nicht treiben, aber mal gucken. Ein paar Belohnungen hätte ich schon gern. Ich weiß doch gar nicht, was man dafür bekommen hat. Also ich meine, gerade am Gegenende wird es richtig lukrativ. Mhm. Wie findest du so allgemein das Kampfsystem? Finde ich super, ist vor allem auch für die Zeit total innovativ gewesen. Mhm. Und ich habe es auch bis heute, wenn ich ehrlich bin, so noch nirgendwo anders gesehen. Gut, ich meine, Lost Odyssey hat ja was Ähnliches. Stimmt, ja. Allerdings ist es da halt dann auch ein bisschen anders, trotz allem. Aber so wie Shadowheart hat, habe ich es noch nirgends anders gesehen. Und deswegen finde ich es heute auch immer noch super, super klasse. Ja, das stimmt. Was ja das Problem, was ganz viele JRPGs für mich haben, ist, dass du während dem Kampf nicht viel tust, außer X zu drücken. Mhm. Ja. Und halt hier eben nicht. Ja, Nummer 3. Ja, das stimmt, ne? Das hat man wirklich bei jedem Rollenspiel fast. Also gerade wenn es ein bisschen einfach ist, dieses Button-Smashing X und warten, bis es durch ist. Oder manche sind so komfortabel und machen dann gleich Autokampf, aber nee, das hast du ja halt gar nicht. Und ist mal was anderes. Was ich halt in Shadowhearts auch immer schon generell klasse fand, war einfach wie quirky es auch ist und einfach wie seltsam. Oder zum Beispiel gerade wie die NPCs benannt sind teilweise. Ich muss da immer an diesen einen NPC denken aus, wie hieß das Dorf mit dem Dämon, das erste Dorf, ja, das ja. Weiß ich aber auch gerade nicht mehr. Da gab es einen NPC, der hieß Kuhbrüstige Mutter. Ach ja, genau. Das fand ich so cool, das ist hier so was. Warum? Ja, also ich weiß nicht, das Translation-Team, das hatte gute Tage gehabt. Also ich. Definitiv. Die waren echt krass drauf. Ich meine, muss natürlich sagen. Das war dann nicht mehr. Man muss natürlich sagen, die Übersetzung ist halt teilweise wirklich unfreiwillig. Einfach sehr, sehr komisch. Ja, das stimmt. Die Reformpartei beispielsweise finde ich besonders nice. Ja, man merkt es auch an einigen Stellen im Kontext her, ist es manchmal ein bisschen seltsam. Aber naja, man kann ja eigentlich dankbar sein, dass sie es überhaupt übersetzt haben. Das war ja gerade zu den PlayStation 2 Zeiten überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Definitiv. Also, das ist immer das Gleiche, was das sagt. Dann machen wir halt weiter mit Nummer 4. Noch ist es ja relativ schaffbar. Ich weiß gar nicht, ob man da drin sterben kann oder ob der Kampf dann einfach aufhört. Ich glaube, du kannst sterben, aber dann kriegst du halt keine Belohnung. Okay. Also nicht sterben im eigentlichen Sinne von sterben, aber halt. Genau. Kannst du verlieren. Gut, ich glaube, die werde ich auch noch ohne Fusion machen. Ach, jetzt ist der Ring wieder normal. Ja. Okay, aber die sind ja auch noch sehr einfach. Hast du alle Teile gespielt? Tatsächlich nicht. Den ersten habe ich zweimal durchgespielt. Mhm. Covenant bin ich gerade ehrlich gesagt noch dabei. Stimmt, davon haben wir mal wieder weiter. Ah, okay. Bin ich allerdings noch nicht besonders weit. Und From the New World habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Das habe ich allerdings. Ich hab's auch, aber ich hab's halt nicht. Mhm. Weil ich Covenant selbst spielen will. Okay.
Ich bin ja gespannt, wie Covenant es dann noch so weitergeht, weil du meintest ja, das ist das Beste der Reihe. Ja, das merkt man am Anfang vielleicht noch nicht so, aber das wird noch so episch. Also kann man sich drauf freuen. Ich fand es interessant zu sehen, wie sich die Optik verändert hat vom ersten Teil mit den vorgerenderten Hintergründen. Stimmt. Dann auch voll 3D im zweiten Teil. Da hat sich einiges getan, ja. Ja, definitiv. Wenn allerdings auch nicht unbedingt zum Besseren, finde ich. Ja, ich muss zugeben, ich bin eigentlich auch ein großer Fan von diesen gerenderten Hintergründen. Also gerade bei PlayStation 1, wenn man mal da an die Resident Evil Teile denkt, wie schön das heute immer noch aussieht. Und dann spielt es halt sowas wie Silent Hill 1, ne? Das ist. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Ja, auch so Sachen wie Final Fantasy 8 beispielsweise. Ja, natürlich, genau, die Final Fantasy, das ist wunderschön einfach, ja, stimmt. Mhm. Und auch hier ist es immer noch sehr, sehr ansehnlich. Da bin ich mal gespannt, wenn ich den zweiten Teil spiele, ob mir das dann auch so negativ eventuell auffällt. Weiß ich gar nicht, muss mal gucken. Also es ist nicht direkt negativ aufgefallen, aber es ist... Es altert halt, ne? Es ist... Richtig, es altert deutlich mehr zumindest als das. Ja, stimmt. Ich habe gerade ganz vergessen. Das war eigentlich das Wochenthema, John. Stimmt, darüber sollten wir vielleicht auch noch reden. Haut er mich jetzt. Jetzt sollte ich mich vielleicht. Vielleicht, eventuell mal heilen. Kenne ich den? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich sollte mich heilen. Mit einem Teraplatt, das 75 komme ich jetzt nicht. Na gut, aber ich kann doch jetzt das Extrakt jetzt nicht verwenden für so einen Kampf. Nee, dann mache ich mal die Blätter, aber gut. Der schlägt mich ja gleich wieder runter. Oder ich wechsle in die Fusion und nehme diese Heilfusion. Wenn ich dazu komme. Alter, der haut ganz schön rein, der kleine Kerl. Ja. Wie ist denn das, wenn ich jetzt Fusion nehme? Ich glaube, Tigerin war der mit der Heilung, Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich auch nicht, aber ich meine schon, ich guck mal. Vielleicht bin ich da nochmal dran und darf mich besser heilen. Na, wenn ich jetzt einen bin, mit einem HP. Ja. Mondgeheul, genau. Das ist hoffentlich besser wie das Terra-Blatt. Ja, ein bisschen. Das ist ja anstrengend, dass ich hoch. Oh, jetzt hat er meinen Ring noch. Ich glaube, ob wir den schaffen, ich weiß ja nicht. Mal gucken. Ich werde jetzt nochmal versuchen, mich ein bisschen hochzuholen. Aber wir können gerne das Wochenthema machen. Ach Gott, so ein kleiner Ring. Das Wochenthema ist Bösewichte in Videospielen. Hatte ich schon mal so ein bisschen als Podcast, war auch, wurde sehr gerne gehört. Leider haben wir nur ein paar Parts rausgebracht, aber dabei gäbe es da noch so viel Gesprächsstoff, wie ich finde. Deswegen habe ich da mal ein Wochenthema gestartet mit den zwei Grundfragen, die ich jetzt auch dir stelle. Wer ist dein? Hast du so einen gewissen Lieblingsbösewicht? Und wenn ja, welcher? Natürlich auch ein bisschen ohne Spoiler. Und ja. Dann auch die Grundfrage, was macht denn für dich überhaupt ein guter Bösewicht in einem Videospiel aus? Okay, Lieblingsbösewicht habe ich jetzt nicht unbedingt. Ich muss allerdings sagen, einer meiner Favoriten ist definitiv Wesker. Einfach weil er so unglaublich nervtötend ist. Und er verschwindet halt auch einfach nie. Das stimmt, ja. So, jetzt sind wir draufgegangen. Ich bin mal gespannt. War's. Vielleicht kriegen wir jetzt erst eine Belohnung, jetzt wo wir tot sind. Das kann sein. Lass uns noch einmal. Okay, ich krieg gar nichts. Bin ich jetzt voll geheilt? Wir können gleich nochmal... Fast, ja. Fast, okay. Ich werde mich trotzdem mal voll heilen, falls der Gegner gleich wiederkommt. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder von vorne anfangen. So. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Mal gucken. Aber ich meine nicht. Bodenkämpfe, ja. 200 einverstanden. Nochmal ich. Und. Oh, doch, von vorne tatsächlich. Ah, nicht ganz. Ich glaube, das waren das die von Nummer 4 oder so. Ich bin mir nicht sicher. Das kann sein, ja. Na gut, ich probiere es noch einmal.
Wäre schade, wenn wir jetzt schon an die Grenze stoßen. Ich dachte, wir kriegen da noch was, aber gut. Wie gesagt, wir werden später da auf jeden Fall dann nochmal zurückkehren. Hm. Aber gut, ja, du kannst gerne fortsetzen zum Wochenthema. Ja, also wie gesagt, Wesker ist einfach, weil er so nervt, dass man einfach immer wieder kommt. Ich denke, am nächsten an meinen Favoriten ran kommt wahrscheinlich nicht ein Bösewicht, sondern das ist eine ganze Spezies von Bösewicht, in Anführungsstrichen. Mhm. Und zwar die Reaper aus Mass Effect. Oh, okay. Die finde ich einfach extrem genial. Mhm. Ich meine, wegen den Spoilern werde ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen, warum. Mhm. Weil es schon massive Spoiler sind. Aber die finde ich, super. Mhm. Und was die für mich so interessant macht, und damit komme ich auch dann gleich zur Antwort auf die Frage, was für mich gut für mich ausmacht, okay, ist einfach die Tatsache, dass die nicht einfach böse sind, weil sie halt böse sind. Sondern die haben einen Zweck und die haben einen Grund und die haben eine Hintergrundgeschichte, die erklärt, warum sie tun, was sie tun. Mhm. Warum sie handeln, wie sie handeln. Okay. Und das finde ich bei einem Bösewicht extrem wichtig. Ja, das kann ich nur so unterstreichen. Dass, ich selbst kam ja auch noch gar nicht zu Wort zu dem Thema, weil wir so viele dialoglastigen schöne Parts hier hatten. Aber ja. Wenn ich die Frage beantworten müsste, würde ich auch ganz klar sagen, es ist mir immer ganz wichtig, wenn der Bösewicht ein Motiv hat, dass man verstehen kann. Also ich sag's mal so, wenn man das Gefühl hat, wenn man quasi die Ansichten des Bösewichts schon fast teilen kann, sein Tun und so, dann finde ich das schon sehr, sehr stark von einem Spiel. Richtig. So geht's mir auch, ja. Hm. Und das ist zum Beispiel was, und das ist jetzt ein Spoiler für Lost Odyssey. Das Spiel ist so alt, also aber trotzdem Spoiler. Mhm. Kurz weg, bitte, wer es nicht gespielt hat. Gogora. Mhm. Fand ich unglaublich flach. Ja, absolut. Als dann rauskam, er ist einfach böse, weil er halt böse ist. Das fand ich voll schrecklich. Das ist so gut, wie das Spiel auch ist. Also Lost Odyssey ist ein wunderbares Spiel, aber Gongoro hatte null Motiv. Es war einfach nur diese Machtgeilheit. Und das finde ich so traurig, wenn es so stumpf einfach abgehandelt wird. Gerade von den Final Fantasy-Schöpfern, die können das besser. Also denke man nur an Sephiroth oder auch Final Fantasy 9 Kutscher oder eigentlich fast nahezu jeder von der Final Fantasy-Reihe. Die haben gute, interessante Motive, nicht unbedingt die besten, aber sie haben zumindest welche. Gerade bei Sephiroth vielleicht am ehesten noch nachvollziehbar, was er so tut und auch was tut. So, wir müssen übrigens anscheinend doch noch diese Kämpfe machen. Anscheinend kommen die in einer Random-Reihenfolge. Da steht auch Nummer 3. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser eine Skelett-Typ, dass der vielleicht so eine Art Zwischenboss ist und dass wir dann vielleicht die Ebene geschafft haben. Ich versuch's jetzt noch einmal, bis der Zwischenboss kommt, weil der war ja deutlich stärker. Okay, jetzt kriegen wir Lilly. Es scheint wirklich sehr random zu sein. Okay. Gut, Lilly, da müssen wir aber. Oh, da werde ich eine Fusion nehmen. Und zwar den. Warte mal, Siva Dunkelheit. Ich habe immer noch kein Lichtvieh. Schade. Ich werde aber trotzdem wieder Tigerin nehmen, weil ich dann halt heilen kann. Was auch in den Kommentaren schon zweimal genannt wurde, ein Name. Was ich auf jeden Fall auch von selbst aus noch nennen wollte, wäre Caius Ballard aus Final Fantasy 13.2. Habe ich nie gespielt. Mhm. Also, habe ich angefangen, aber nie fertig gespielt. Das ist echt interessant, weil ich habe ja die Final Fantasy-Reihe für mich eigentlich schon so ein bisschen in die Akten gelegt seit dem 12. Teil. Und ich war auch mit dem 13. Teil nicht glücklich, aber 13.2 hat meiner Meinung nach so viel richtig gemacht und 13.2, dieser Caius, ist meiner Meinung nach der absolut glaubwürdigste und krasseste Bösewicht. Ich hätte mich am liebsten auf seine Seite angeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt krass, wie die das dargestellt haben. Ich habe, also das geht anscheinend vielen so, man hat richtig ein schlechtes Gewissen bei dem, was man tut. Das ist echt krass. Ja,
Ja, das ist schon ein Zeichen dafür, dass er wirklich ja, gut geschrieben ist. Mhm. Oder ich meine zum Beispiel auch bei, wen ich auch immer schon gut fand, war Andrew Ryan aus Bioshock. Mhm. Okay. War auch eigentlich, fand ich, ein sehr, sehr guter Gegenspieler, einfach weil er halt auch menschliche Motive hatte. Mhm. Kann ich gar nicht mitreden, ich habe die Bioshock eben durchgespielt, musst du meiner Schande sagen. Ja. Ja, ich habe auch einiges verpasst, gerade damals. Mhm. Aber Bioshock war eins der Spiele, die ich gespielt habe. Und ich meine natürlich, klar, also wenn man über Bösewicht redet, dann darf ja der Hauptbösewicht von Deadly Premonition nicht fehlen. Oh ja, also... Ich erwähne jetzt keinen Namen, einfach wegen dem Spoiler. Oh nein, das darf man ja nicht. Nee, gerade bei dem Spiel. Was bei Deadly Premonition am Schluss da alles rauskommt und aufgelöst wird und die Motive und alles, wow. Also, das ist ja eine Marke für sich, Deadly Premonition. Das. Ich vergebe denen bis heute nicht, dass sie... das kann ich auch nicht. Aber trotz allem, ich bin nicht gut. Ich mag das Spiel auch, ja. Das ist herrlich schräg. Ich hoffe, in der Art kommt mal wieder was. Das war so. Das ist ein richtig schrecklicher Kult und die Story und alles. Also, war schon was Besonderes. So. Der Swirry arbeitet ja wieder an irgendwas, habe ich gelesen. Okay. Weiß nicht, was es ist, aber irgendwas arbeitet er wohl. Zumindest kriegen wir Erfahrung da jedes Mal, aber jetzt. Okay, jetzt kommt Nummer 4. Ich glaube, kam bei Nummer 4, dann waren wir bei Nummer 5, bin mir nicht sicher. Ich glaube Nummer 4. Okay, schauen wir mal, was jetzt kommt. Jetzt kommen wieder andere. Also es ist total random. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass bei Nummer 4 oder Nummer 5 da mal so eine Art Hürde kommt, die wir dann bewältigt haben. Ja, irgendwann muss da ja mal was kommen. Keine Ahnung, wie die Gegner jetzt... Ne, die Hölle... Ach, das sind die vom Anfang. Moment mal. Ja. Dann... Ups. Ja, die sind auch so einfach wie damals. Ja. Ja, auch in Shadow Hearts 2 werden wir einen ganz, ganz tollen, glaubwürdigen Bösewicht haben. Den kenne ich noch gar nicht. Den kennst du noch gar nicht, genau. Also selbst... wenn du noch am Anfang des Spiels bist, da hat er sich wahrscheinlich auch noch nicht offenbart. Und ja, kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Sofern es nicht der... Kann ich das sagen? Das ist relativ am Anfang. Mhm. Der komische Pfarrer? Der ist auf jeden Fall nicht der Bösewicht, das kann ich schon mal verraten. Okay. Es wird auch sehr, sehr, sehr spät im Spiel überhaupt erst klar, wer der Bösewicht ist. Also eigentlich gibt es viele Bösewichte in dem Teil, aber so der richtig letzte. Von dem rede ich dann, also nicht, dass ihr vielleicht verwirrt seid. Wer zwar nicht per se ein Bösewicht ist, wen ich allerdings auch cool fand, und das obwohl er extrem flach ist und man fast nichts über ihn erfährt. Ah. Ist Walker aus Outlast. Ah, okay. Weil im Endeffekt ist er eigentlich eine richtig arme Sau, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, hast du recht, ja. So, der kann eigentlich gar nichts dafür, was er macht. Mhm. Deswegen, also mir hat er eigentlich immer mehr leid getan als alles andere. Genauso wie hier der Wallrider. Selbe Geschichte. Mhm, stimmt. Fand ich auch sehr interessant gemacht, dass die einfach gesagt haben, okay, so die Bösewichte sind halt einfach Leute, die Bösewichten gemacht werden, die nicht dafür können. Da gab es auch so eine ganz super spannende Sache. Hast du mal Nier gespielt? Den ersten Teil? Mhm. Den ersten Teil habe ich nie gespielt, nee. Ich habe nur aus Marvel gespielt. Oder ich bin immer noch dabei. Also ich habe es auch nie gespielt, aber ich hatte damals im Podcast, vielleicht wenn ich dran denke, werde ich es mal verlinken, super spannenden Part darüber. Ihr dürftet euch das wirklich nur anhören, wenn ihr Nier kennt, weil sonst habt ihr das ganze Spiel gespoilert. Aber ja. Es ist, also was da passiert, also falls ihr das Spiel kennt, das ist richtig krass. Also ich habe mir das halt angehört, ich wurde dann halt gespoilert, aber ganz, ganz krasse Geschichte, was da so aufgedeckt wurde. Gut, ist auch ein bisschen interpretationsfreudig,
Da haben vielleicht manche auch ganz andere Theorien, die in dem Podcast dargestellt wurde, aber es klang alles sehr plausibel und ja, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, falls ihr das Spiel kennt. Ich hab damals angefangen, aber dann ging, glaube ich, meine PlayStation 3 ging, glaube ich, dann kaputt. Und dann konnte ich es nicht mehr spielen. Was war damit? Ach so, okay. Ja. Was mir allerdings gerade noch eingefallen ist, Bösewicht, den ich auch extrem gut finde, ist Dormin. Wie? Dormin aus Shadow of the Colossus. Ah, mhm. Obwohl man nicht viel drüber erfährt, aber es ist eigentlich ziemlich schlau, was das macht. Stimmt, man weiß ja nicht, was es ist eigentlich. Es geht immer noch weiter. Es geht, glaube ich, bis 10 im ersten Durchgang. Boah, 10, okay. Dann braucht man einfach Glück, dass das fiese Skelett nicht nochmal kommt. Ich denke, okay, dann probieren wir's. Na, wenn ich jetzt sage aufhören, dann wird es wahrscheinlich wieder bei Nummer 1 losgehen, ne? Das weiß ich nicht. Oh ja, guck mal, da sind wir. Oh, cool. Haben gleich zwei von denen, ja. Gut. Ah, okay, dann gehe ich gleich in die Gestalt. Alter, das kann ich ja einpacken, wenn da gleich zwei von denen kommen. Weil ich nicht weiß, ob die jetzt wieder so stark sind. Wir gucken ja vielleicht in die Sprecher. Ah, ich kam das letzte Mal auch gar nicht wirklich so richtig zum Angriff, ne? Ich war ja fast nur in der Verteidigungshalt. Ja gut, mit 119 werde ich jetzt auch nicht mehr weit kommen, aber. Ach, ich guck mal, ich werde ihn mal angreifen. Was so? Nee, das könnte ich die gleichen Zeit jetzt das Spiel schon verarschen jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das dieselben sind, aber dass die halt einfach nicht viel einstecken können, aber dafür halt extrem herausteilen. Okay, dann ist das jetzt ultra peinlich gewesen vorhin. Oh Mann. Ja, dann schaffen wir es vielleicht doch bis zur 10. Mal gucken. Manchmal bist du halt so in diesem Damage-Lock, wo du dich die ganze Zeit heilen musst. Und du kannst halt nicht mehr angreifen, weil sonst ist es vorbei. Die haben echt einen üblen Schaden gemacht. Das ist er. Stimmt, ist das der ist doch so Feuer. Okay. Warte mal, der ist Feuer. Oh nein, er fängt schon wieder an. Ja, das ist der. Aber dann habe ich Wasser dagegen. Vielleicht, oder? Habe ich schon. Hast du Wasser? Wasser, ja. Wasser. Ach, das habe ich jetzt schon wieder. Jetzt kann ich mich ja wieder nicht heilen. Aber ich würde mir jetzt sogar eine Vollheilung mal gönnen, damit ich einen Hauch einer Chance habe. Gönne ich es mir halt. Raus. Ja, dafür ist es da, ne? Ach, jetzt mit dem Mini-Ring auch noch. Das ist bei mir immer so, ich mache immer das Problem, ich lege mir sowas auf und denke mir so, ja, ich bin schon beim nächsten Kampf, dann ziehst du schnell und dann vergrößere ich es nie. Okay, nee, so jetzt gucken wir mal, ob wir hier auch Schaden machen. Ja, der Schaden ist gut. Der hält das nicht mehr aus. Oh nein, jetzt macht er wieder diese Attacke. Schildarm des Todes. Immer diese Abkürzung in dem Spiel. Ich hab Oblivion damals. Ja, auch Oblivion war ja ganz schlimm. Oh mein Gott. Schweigen. Klasse. Oh, ich steh noch. Schön. Schweigen, das heißt, ich kann. Okay. Regen muss das so ordentlich heilt. Eieiei. Der macht mir das Leben echt schwer. 75 GP, das ist halt auch nicht. Nee, das ist halt auch nichts. Das hat ja der Anschlag wieder weg, ne? Ja. Ich könnte jetzt total böse sein, den dritten Schlüssel nehmen. Aber. Oh. Maximale GP, oh, das sollte ich auch mal benutzen. Aber ich wette nicht, verkack's, wenn ich den jetzt nehme. Ich würde den nicht verwenden, ganz ehrlich. Ja, er ist eigentlich nicht benutzen. Er ist sehr selten, ne? Man kann, glaube ich, ja, nie deswegen kaufen, die ganzen Schlüssel, ne? Selbst den dritten nicht. Ich glaube, du kannst maximal nur in der Lotterie gewinnen oder finden. Hey, dann hat er mich schon wieder. Spezialangriffe kann ich ja gerade gar nicht machen. Ja, vielleicht stirbt er ja, wenn ich ihn jetzt angreife. Total. Komm schon. Schade. Ja, das war's. Nee, das sind wir noch nicht so stark genug. Also, und da kommen ja. Wenn du meinst, es sind 10, ich vermute mal, dass der 10. dann auch nochmal extra stark ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt so eine Art Linie markiert. So, die kannst du erst schaffen, wenn du halt
Typ an einer gewissen Stelle bist. Einfach. Und vor allem, den kennen wir ja auch nicht. Also es ist ja wirklich so, dass wir alle Gegner im Spiel ja kennenlernen werden und wir müssen es noch nicht schaffen, sagen wir es mal so. Wir sind noch nicht so weit. Na gut, mit den anderen Charakteren brauche ich es ehrlich gesagt gar nicht zu probieren. Dann, ja, werde ich wohl leider gehen müssen. Schade. So, wollte ich noch irgendwas in der Stadt machen? Habe ich jetzt Geld dafür bekommen? Nee, nicht wirklich. Schade. Gar nichts bekommen. Das Melis ist in Ordnung. Irgendjemand hat was geschrieben von wegen so einer Zeitschrift oder so. Fällt dir dazu was ein, dass es hier irgendwo eine Zeitschrift gibt? Wahrscheinlich auch schon zu lang her, ne? Ja, ich weiß nicht mehr so viel. Also ich weiß noch so grob Sachen, aber Details. Mhm. Gut, wir haben jetzt eh nur noch ein paar Minuten. Ich schlendere jetzt einfach noch ein bisschen in der Stadt rum. Vielleicht finde ich es ja noch. Und dann kann ich bis zum nächsten Mal nochmal das Kommentar suchen. Weil ich weiß nicht, wenn wir dann erstmal in diesen Tempel gehen, dann... Dann kommst du dabei nicht mehr raus, ne? Genau, ja. Das, die Befürchtung liegt nah, deswegen gucke ich jetzt nochmal. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist zu den Bösewichten, die darf einfach nicht unerwähnt bleiben. GLaDOS. Oh ja, von Portal, natürlich, ja. Ein ganz spezieller Bösewicht. Absolut. Ach, es ist so geil in Szene gesetzt. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich habe das so abgefeiert. Beim zweiten Teil eigentlich genauso. Es ist, also... Das war fantastisch. Ja, ganz tolles Spielerlebnis, Portal. Ja, wollte ich nur mal noch gesagt haben, damit es Teil der Diskussion ist, einfach weil muss. Sehr gerne, ja. Ja, jetzt habt ihr ja ein bisschen, jetzt haben wir endlich mal über das Wochenthema auch gesprochen, das war jetzt das erste Mal. Vielleicht fällt euch ja noch ein bisschen was ein, das Wochenthema geht nämlich, wie gesagt, nächste Woche noch weiter. Denn es ist so umfangreich, da lohnt sich das auf jeden Fall. Im Tempel werde ich bestimmt auch noch mal dazu kommen, noch ein paar weitere Namen zu nennen. Mal gucken. Und eure Kommentare werden natürlich auch noch vorgelesen. So, ich sehe hier nichts rumliegen. Es ist aber auch teilweise extrem schwierig, bei Shadowheart Sachen zu finden, weil manchmal dann poppt dieses Fragezeichen über deinen Kopf auf eine Millisekunde oder so, man übersieht sie, also wie hier. Ja, das ist manchmal so pixelgenau, wo man das treffen muss. Ist mir gerade hier wieder aufgefallen. Ach, da kann man ja... Ach, ich habe noch gar keine Accessoires gekauft, aber gut, da habe ich jetzt wahrscheinlich eh nicht mal genug Geld. Das ist ziemlich cool, ja. Na, Wutepuppe haben wir ja leider vergeudet das letzte Mal. Hier können wir zum... Ah, da könnte ich mal diese Terrasamen kaufen, Mensch. Ja, das ist doch mal eine Heilung. Na, die sollten wir auf jeden Fall holen. Die sind noch nicht so teuer. Ja, mit der Heilung hätte ich mich immer schön hochheilen können. Naja, aber ich glaube, ich hätte es trotzdem nicht ganz geschafft, allein wegen dieser Magie, die er gemacht hat. Nee, was hat er gemacht? Er hat 135 Damage oder so. Ja. So, holen wir mal 15 mit Rabatt. Okay, 20%. Gerade noch so. So, das gleiche haben sie bestimmt auch als Mana-Variante. Kostet ein bisschen mehr. Ah, gut, brauche ich auch nicht so oft, mal 5 Stück. Hast du einen Lieblingscharakter? In Shadow Hearts? Ja, gute Frage. Ja, aber der ist noch nicht aufgetaucht. Ah, okay. Deswegen sage ich mal nichts. Ich bin mir gar nicht sicher, wer noch auftaucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon so lange her alles. Ich denke, du wirst ihn erkennen, wenn du ihn siehst. Okay. Aber ja, dann der zweite Platz ist Margaret. Margaret finde ich super. Ja, ganz cool. Die Dame. So, hier die Ecke hat mir noch nie was gebracht, vielleicht. Wobei ich aber ehrlich sagen muss, sie ist zwar nicht der beste Charakter per se, aber ich finde sie trotzdem eigentlich echt einen coolen Charakter, ist Kawashima. Ja, wir haben sie zwar jetzt noch nicht so gut kennengelernt, aber warten wir mal ab. Durchaus.
So, also ich, nee, ich finde hier nichts mehr. Das ist immer noch verschlossen. Gut, ja, und der Part ist leider eh schon voll. Das ging wieder viel zu schnell. Wie ja, immer eigentlich. Auch, ne? Aber am Montag geht es dann schon weiter und dann werden wir endlich zum Tempel gehen. Ich bin gespannt. Nice. So, und dann werden wir nochmal nächtigen hier. Okay. Ja. Schöne Schlafmusik. Ja, schön klassische. Ja. Okay, ja, wunderbar. Dann, ja, bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dabei warst. Ja, ich bedanke mich, dass du dabei sein durfte. Immer doch, wer weiß, wenn die Gäste ausgehen, dann werde ich mich einfach nochmal melden, hast du bestimmt nichts dagegen. Ja, absolut nicht. Ja, freue ich mich auf jeden Fall schon und ja, dann entlasse ich die Shadow Hearts Cookers sozusagen ins Wochenende und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder was auch immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und natürlich hat mein Gast die letzten Worte. Ja, wie gesagt, danke, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich heute Spaß gemacht und ja, immer schön weiter Shadow Hearts gucken. Macht die Drogen. Bye.